Für die Energieprobleme unserer Zeit suchen und finden Sie Lösungen. Winter 21/22. Raphael Hofmann installiert eine maßgeschneiderte Anlage, die Sonnenstrom produzieren wird. Er hat sich voll und ganz der Solarenergie verschrieben, aus Überzeugung. Ich finde es einfach schön, kostenlosen Strom zu nutzen, der einfach von der Sonne jeden Tag uns zur Verfügung gestellt wird. Die Sonnenenergie kostet nichts, man hat einmal eine Investition und ich finde es schön, dass ich helfen kann, diese Energie zugänglich zu machen. Ort des Geschehens, der Vogelsberg. Und eine alte Mühle, idyllisch gelegen und unter Denkmalschutz. Allerdings mit einem großen Problem. Dieser Hof ist ohne Stromanschluss seit 2019. Und deswegen musste ich mir überlegen, woher kriege ich meine Energie? Ich muss autark werden. Die Photovoltaikanlage entsteht an einem Holzbalkengerüst. Ein Unterstand, der auch als Holzlagerplatz dienen wird. Eine Doppelnutzung aus Not. Denn der Denkmalschutz verbietet Solarelemente auf dem Dach. Eigentlich sind die unterschiedlichen Flächen des Unterstandes aber sogar besser. Die schräge Fläche hat den Vorteil, dass sie im Sommer sehr viel Sonne einfängt und nutzbar macht. Und die vertikale Fläche hat den Vorteil im Winter, weil die Sonne ja recht schräg steht und recht schräg auf die Module fällt, dass wir da einfach einen besseren Winkel haben und deswegen auch bessere Wirkungsgrade bekommen. Raphael Hofmann hat sich auf Autarkieprojekte spezialisiert. Fälle wie diese Mühle, wo es sonst keine Energie gibt, sind immer wieder Herausforderungen. Kannst ruhig noch weiter anziehen. Zieh ruhig an. Für die 20 Meter Kabel ins Haus nutzt er einen alten Pumpenschacht. Größe und Leistung der Solaranlage hat er eigens für den Bedarf der Besitzerin berechnet. Das war's. Solche Anlagen sind auf unterschiedliche Weise förderfähig. Diese soll den Hof energetisch unabhängig machen. Wir haben jetzt hier 15 Module. Also wenn die Sonne wirklich im Idealfall im Sommer voll drauf scheint, kriegt man 5000 Watt Leistung. Und wenn man sich überlegt, so ein Wasserkocher hat ungefähr 2000 Watt, dann hat man so eine Größenordnung, wie viel das tatsächlich ist. Und so ein Wasserkocher benutzt man aber auch nur kurz. Im Winter sammeln die Kollektoren, wie jetzt bei Bewölkung, wesentlich weniger Energie als im Sommer. Deshalb hat Raphael einen Speicher entworfen, der mit 9 Kilowattstunden Stromreserven für einige Tage sammeln kann, je nach Verbrauch. Dafür hat er Lithium-Titanat-Akkus der neuesten Generation verbaut. Solar gerade angeschlossen und tatsächlich kriegen wir schon 400 Watt PV-Leistung rein. Am späten Nachmittag ist das eigentlich ein ganz guter Wert. Im November. Genau, und aktuell, wie man hier sieht, verbrauchen wir 33 Watt im Haus. Das sind einfach nur ein paar Lampen, die an sind, zum Beispiel Leuchtstoffröhre hier im Raum. Und die Batterie hat gerade einen Ladestand von 22%. Und wenn du dir diese kleinen Punkte anschaust, die bewegen sich hier. Ein Teil der Energie geht rein in die Batterie. Und ein anderer Teil geht hier zum Wechselrichter. Und der Wechselrichter macht dann 230 Volt, damit du das im Haus nutzen kannst. Die innovativen Akkus sind das Herz des Speichers. Nach 30.000 Mal Laden haben sie gerade mal 20% ihrer Ladekapazität verloren. Kein anderer Akku schafft das. Außerdem haben die eine sehr lange kalendarische Lebensdauer. Das heißt, auch in 25 Jahren ist diese Zelle noch funktionstüchtig und muss nicht nach 10, 15 Jahren schon ausgetauscht werden. Und außerdem haben die Batterien einen sehr großen Temperaturbereich. Ich kann die bis zu minus 40 Grad noch benutzen. Und das können nur die wenigsten Batterien. Ein gutes halbes Jahr später hat Christiane erste Erfahrungen mit ihrer neuen PV-Anlage gesammelt. Einen Überblick über Ladeleistung und Verbrauch hat sie nun von ihrer Küche aus.
Im Sommer bin ich natürlich sehr zufrieden. Da ist der Ertrag so hoch, das kann ich gar nicht alles verbrauchen. Im Winter sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Also wenn die Sonne niedriger steht und auch weniger scheint, dann muss ich aufpassen, was ich mir leisten kann an Stromverbrauch und was nicht. Aber das ist ein super Lerneffekt. Man kriegt wirklich ein Gespür dafür und macht mal eher ein Gerät nicht an oder verzichtet ganz drauf. Und beim nächsten Mal, wie man sich ein Windrad selber baut. Bei starkem Wind sieht man das dann so schwenken die ganze Zeit. Von Windenergie im eigenen Garten.